Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 3. Februar 2015. Mit 6 Minuten Verzögerung fangen wir an. Ich fliege gerade zum ersten Mal wieder aus dem Landtagsnetz. Genau. Ich hoffe, dass die protokollierenden Menschen nicht aus dem Netz fliegen. Wenn ich das richtig sehe, sind wir eindeutig beschlussfähig. Und kurz ein paar einleitende Worte. Wir haben, ich habe das intern mal Orga-Wochen genannt. Wir haben deswegen einen relativ großen, nicht öffentlichen Teil, wo wir einzelne Dinge, vor allen Dingen sehr, sehr wichtig im Bereich Personal, die auch zeitlich dringlich sind, besprechen und auch beschließen sollten. Dann hätten wir für den Bereich der Organisation, was damit reinspielt, also die Organisation habe ich im Protokoll in die Mitte gesetzt sozusagen, als Schnittstelle zwischen dem Punkt Personal und Ausschussbesetzung, 15 Minuten für die Erklärung und Ausschussbesetzung mal 60 Minuten angesetzt. Ich glaube nicht, dass wir das zeitlich heute auch wirklich schaffen werden, denn wir wissen, ab 13 Uhr ist hier im Haus Remi Demi par excellence. Es geht um die Brauchtumspflege und ich glaube, selbst wenn wir die Zwischentür zumachen, ich erinnere mich noch an letztes Jahr, wird man das trotzdem hier hören können. Und von daher habe ich fast ein bisschen die Befürchtung, dass wir, was heißt Befürchtung, aber ich habe auch kein Problem damit, dass wir dies dann sozusagen im Laufe der Woche online ein bisschen weiter diskutieren und Anregungen einsammeln können und schieben können. Von daher ist dies erstmal unter Vorbehalt. Ich würde dann nämlich vorschlagen, dass wir nach der Pause versuchen oder bis zur Pause mit dem öffentlichen Teil durchzukommen, um dann nach der Pause in den nicht öffentlichen Teil zu gehen, was nicht dieser grob geschätzten Zeit entspricht, sondern schon weniger ist. Toso, bitte. Ich hätte gerne nur was zur Bundesredakteurskonferenz gesagt, unter Sonstiges irgendwann, dass für mich da, sind nur 5 Minuten, ist nur Info, ist öffentlich. Bundesredakteurskonferenz. Gut. Gibt es Anmerkungen zu dem angedachten, wie gesagt, nicht öffentlichen Teil? Fragen? Auch das sehr gerne. Dann, wenn nicht, würde ich fragen, spricht sich jemand gegen diesen angemeldeten nicht öffentlichen Teil aus? Niemand? Das heißt dann, versuchen wir das mal so hinzukriegen. Ich hoffe, wie gesagt, dass es zeitlich schafft. Und dann kämen wir zu Top 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Jetzt erreichte mich eine SMS, dass ausgerechnet der Zug aus Köln massiv Verspätung hat. Er ist aber, genau, ist schon auf dem Sprung. Ob der Zug nicht, okay, aber halt unser Pressesprecher. Wir hatten auch gestern im Rahmen der Vorstandssitzung war ein Großteil einfach auch mal ein Rückblick, auch pressetechnisch. Dann gab es intern im Bereich des Fraktionsgeschäftsführers, ich nehme das mal kurz vorweg, rein die ganzen organisatorischen Dinge, die ich oder wir auch als Vorstand und wir alle gemeinsam im Laufe dieser Woche schon klären können. Die gesamten Veranstaltungen, die wir so alle für dieses Jahr noch uns vorgenommen haben. Dann, wie gesagt, die heutige Erstellung der Tagesordnung, wie wir sie gerade hier haben. Und im Bereich Sonstiges gibt es einen Reiseansatz in Bezug auf Flüchtlinge innerhalb Europas, wo wir, wie schon einmal von der evangelischen Kirche organisiert, überlegen halt dorthin jemanden, vielleicht nicht nur eine Person, sondern zwei zu entsenden, falls dies möglich ist. Dann gab es mehrere Veranstaltungshinweise und IT-Anregungen, Anmerkungen und Vorschläge, die, ich habe das gestern Abend halt von Gerrit netterweise noch bekommen. Ich konnte das daher dann erst heute Vormittag rumschicken. Das bezieht sich dann mit auf den zukünftigen Personalbereich. Habt ihr von mir heute Vormittag leider erst eine Übersicht bekommen, die wir dann
als Grundlage nehmen könnten für das weitere Vorgehen innerhalb der IT. Jetzt sehe ich gerade, dann drehen wir die Reihenfolge trotzdem um. Harald, hast du noch Anmerkungen zum Vorstandsprotokoll? Ingo, wenn du möchtest. Ich erwähnte schon, dass du gestern eine Mail an den Vorstand auch geschickt hattest, so mit dem Überblick aus Pressesicht. Ja, schönen guten Morgen. Also die Nein. Medial betrachtet waren die vergangenen Plenartage durchaus positiv und erfolgreich, würde ich so sagen. Wir sind in sehr vielen, wenn nicht sogar allen Zeitungsartikeln zitiert und präsent gewesen. Wir hatten zahlreiche Interviews, Hörfunk und auch Fernsehen und von daher bin ich damit eigentlich ganz gut zufrieden. Wir steuern jetzt, ich sag mal, auf eine etwas ruhigere Karnevalszeit hin. Wir werden uns da nochmal um den Block kümmern in den Tagen, wo hier ansonsten keine Ausschüsse zu begleiten sind. Da gibt es noch so ein, zwei kleine Baustellen, aber ansonsten läuft. Gibt es Rückfragen bezüglich des Vorstandsprotokolls? Olaf? Achso, das war keine Handmeldung. Achso, entschuldige. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich hoffe, mein Pad funktioniert noch. Dann hätten wir als nächstes Top 3, die Nachbesprechung des letzten Plenums. Das passt ja, inklusive Olivers Antrag. Jetzt ist es ein bisschen schade, dass ich den nicht direkt reinkopiert habe, da Creon gerade nicht anwesend ist. Könnte das vielleicht jemand anders gerade, der ging ja per Mail gestern rum. Simone? Also im Grunde war Olivers Antrag ja Nachbesprechung des letzten Plenums, bloß etwas ausführlicher und abgeändert in der Wortwahl. Also inhaltlich stand da jetzt ja nicht grundsätzlich was anderes drin. Gibt es, wer möchte denn gerne einfach mal kurz die Sicht der vergangenen drei Plenartage erläutern? Was war richtig schlecht von uns? Was war richtig gut? Also würde das jemand machen? Frank, bitte. Warum? Was soll ich dazu sagen? Ich habe keine Tagesordnung vorliegen, oder was? Also, nein, nicht die Tagesordnung. Ich meine von den. Ja, was war? Drei hochspannende Tage, wie ich fand. Was ich bemerkenswert fand und sehr gut fand, wie hier, ich sag mal, fleißige Ameisen oder wie auch immer man das nennen soll, wie diese Reaktion auf die Regierungserklärung entstanden ist innerhalb der Fraktion. Ich selber habe da direkt relativ wenig zu beigetragen, aber indirekt vielleicht ein bisschen, indirekt jeder, denke ich mal, und ich habe jetzt keine Liste, die ich hier nennen kann, wer da alles dabei war, aber das war klasse, das war auch gut präsentiert. Jetzt überlege ich gerade, warum ich hier und was ich eigentlich erzähle, weil ich habe mich natürlich auf diesen Punkt nicht vorbereitet. Vielleicht mache ich das so, dass ich meinen Eindruck schildere und was ich gemacht habe. Ich habe mich intensiv auf den Freitag vorbereitet, auf die Aktuelle Stunde. Und ich fand die, war wichtig, fand die Reaktionen sehr spannend, die wir darauf bekommen haben. Die bin ich noch gar nicht alle durch. Ich denke, das wird auch noch ein bisschen weitergetragen, dieses Thema der Aktuellen Stunde. Ich fand insgesamt für uns positiv, da hat mich gefreut, der Antrag, der Änderungsantrag hier aus dem Bereich Energie, den wir eingebracht haben. Aber das ist sicherlich ein Punkt, wo Dannebott noch was zu sagen mag. Vorratsdatenspeicherung, die Diskussion hat mir gefallen, wobei da hätten insgesamt die Reden noch ein bisschen härter sein können, allesamt. Aber lustig war es auf jeden Fall. Was haben wir denn noch?
Ich gebe mal einfach den Staffelstab ab. Regierungserklärung habe ich schon mal gesagt. Ich mache einfach mal weiter. Aber wir machen jetzt vielleicht einfach mal weiter. Ich gebe mal den Stab ab. Also Regierungserklärung fand ich gut. Mir war noch in der Rede von Frau Kraft aufgefallen, dass sie ein Programm Ines erwähnte, das, mit dem man angeblich Solarmodule runterregeln kann, wenn zu viel Strom im Netz ist. Das fand ich ziemlich gut. Ich habe Ines gefragt, aber Ines sagte, sie wüsste von nichts. Und ja, man kann Solarmodule nicht runterregeln. Also man kann sie total verdunkeln. Also nicht beschatten reicht nicht, sondern richtig verdunkeln. Ihr Jalousie runter, genau. Und es steht auch im Gesetz eindeutig, dass erneuerbare Energien Vorrang haben. Das heißt, man würde dann, wenn wirklich zu viel Strom im Netz ist, Kohlekraft und Atomkraftwerke runterregeln müssen. Allerdings wird das so gelöst, dass man den Ländern, die noch mehr auf Nuklear- und Fossilenergie setzen, Nachbarländern wie Frankreich zum Beispiel, dann Strom kostengünstig zur Verfügung stellt. Also was hier in Überschuss produziert wird, wird dann halt exportiert. Ja, das fand ich also schon ziemlich gut. Also weder Frau Kraft, das ist halt nicht ihr Thema, der jetzt nicht so firm ist, will ich ihr gar nicht mal vorwerfen, aber dass keiner ihrer Redenschreiber auch nur die geringste Ahnung hat, fand ich schon beeindruckend. Und ja, dann der Antrag zur Kraft-Wärme-Kopplung, Blockheizkraftwerken, der ja von CDU, SPD und Grünen zusammenkam, was ich schon mal auch gut fand, dass auch die CDU damit drauf war. Den konnte man verbessern und das habe ich getan, oder das haben wir getan. Und diesen Verbesserungsantrag haben die auch angenommen, ohne Probleme. Ist also auch ein kleiner Erfolg gewesen. Meine eigene zweite Rede zum Thema, zu diesem Braunkohleantrag der CDU, bin ich mit der Rede selber mit der Form unzufrieden, etwas mit dem Inhalt nicht. Die Inhalte waren gut, aber die Form war, dass ich relativ viel zu sagen hatte und das deshalb sehr schnell vortragen musste und trotzdem ein Teil nicht mit rüberkam, habe ich also spontan mich entschlossen, nicht vorzutragen, weil ich sonst die Redezeit überschritten hätte. Aber ich glaube, das ist im Video nicht so deutlich wie im Saal selber, wo ich wohl ziemlich schwer verständlich war, rein akustisch. Okay, aber wir werden ja vielleicht nochmal wieder daran arbeiten, an dem Thema Reden halten. Haben wir noch auf der TU nachher. Ja, hatte ich was vergessen? Ich glaube nicht, ich glaube, das war's. Ach so, doch, unsere, gut gefallen hat mir auch unsere Aktuelle Stunde da zum Thema Vorratsdatenspeicherung und die ganze Polizeistaat und die Überwachung. Besonders gut gefallen hat mir unser Kontraredner Golland, der war ja wieder großartig. Kein Fußbrett den Faschisten. Das war ein Zwischenruf, der irgendwie aus unseren Reihen kam. Ich weiß nicht von wem. Joachim, glaube ich, hatte sich gemeldet. Ich habe, glaube ich, Zwischenrufe gemacht, aber ich weiß nicht mehr was. Das war auch irgendwie nicht vergessen sollte man, ich sage das mal kurz, dass ja am ersten Tag auch noch eine gemeinsame Erklärung war, aller 5 Fraktionen zu den Geschehnissen in Frankreich. Auch die hat seitens der Piratenfraktion einen relativ umfangreichen Niederschlag in der Presse gefunden. Ich war ein bisschen unglücklich über den Satz, den man ausgewählt hatte, aber das liegt auch daran, dass das Angebot meinerseits an Sätzen für die Presse nicht ganz so optimal war. Wir sind immer zitiert worden mit, das Letzte, was wir wollen, ist ein Kampf der Kulturen. Ich glaube, da kann man auch noch was Emotionaleres rüberbringen. Nur war das bei der Rede nicht im Angebot, da gelobe ich Besserung. Die habe ich auch komplett alleine geschrieben. Zur Regierungserklärung muss ich erst mal sagen, die Zuarbeit durch die Fraktionsmitarbeiter war ein bisschen von Ruckeligkeiten und Missverständnissen getrübt, in erster Linie getrübt, war aber nichtsdestotrotz, ich sag mal, schlicht großartig. Es gab unwahrscheinlich viel Material aus allen Fachbereichen. Wir haben uns natürlich letztendlich auf das konzentriert, was in der Regierungserklärung angesprochen wurde, also der ganze digitale Umbau, Ausbau, digitale Gesellschaft und so weiter, mit einem Sonderaspekt auf dem Thema Bildung und dann nochmal unsere Forderung nach Ministerium und Ausschuss.
Auf der Basis dieser guten Zuarbeit konnten dann in einer nächtlichen Session tatsächlich der Marc, der Michel, der grandiose Ideen beigesteuert hatte, Moment, ja, ich bin noch nicht fertig. Daniel verbunden über Telefon oder Mumble. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, tatsächlich alle drei Reden inhaltlich so zusammenzuschrauben, dass sie auch an einem Stück hätten gehalten werden können. Staffelübergabe mit der Hilfe von Friedrich Lichtenstein. Ich glaube, das war eine ganz große Nummer. Und wenn ich an der Stelle noch einen Wunsch anhängen darf, weil das jetzt deutlich geworden ist, auch in Gesprächen hinter den Linien. Ich glaube, wir können als Fraktion und auch als Partei noch besser punkten, wenn wir die politische Sprache, so wie sie von Regierungsfraktionen und auch von FDP und CDU gesprochen wird, einfach ein bisschen kritisieren. Ich habe das noch so ein bisschen im Hinterkopf, weil ich auf dem CCC war und wieder den Maha gehört habe. Mir ist aufgefallen, Frau Kraft hat in ihrer, das muss man mal nachgucken, in ihrer Regierungserklärung mehrfach so Formulierungen gebraucht. Wir wollen aktiv gestalten. Und dieses aktiv ist ja eigentlich überflüssig, denn wenn man es ins Gegenteil umdreht, macht der Satz keinen Sinn mehr. Also braucht man das nicht. Gestalten ist immer aktiv. Passiv gestalten geht nicht. Indem wir einfach diese Schwurbeligkeit, unser Thema ist ja Bürgernähe und Mitbestimmung, diese Schwurbeligkeit der politischen Sprache selber mal so ein bisschen mehr in Schuss nehmen. Das wäre so mein Wunsch. Ansonsten fand ich die Plenartage sicher immer verbesserungswürdig, aber es ist relativ rundum gelungen. Ein klein wenig geärgert habe ich mich über, nicht über das Erscheinen und Erwähnen der Geschichte in der Süddeutschen, sondern dass als einleitender Satz da stand, die Piraten, von denen man länger nichts gehört hatte. Das hätte eigentlich heißen müssen, die Piraten, über die wir länger nicht geschrieben haben. Aber das nur am Rande. Ansonsten höre ich jetzt erstmal auf und gebe weiter. Daniel. Ja, vielen Dank. Da will ich doch auch. Ich mag das mit der Plenarnachbesprechung. Ja, es ist schon viel gesagt worden. Ich will nicht alles wiederholen. Ich will auf das Geschwurbel eingehen. Wir müssen natürlich vorsichtig sein und ich beziehe mich in diese Kritik ausdrücklich selbst mit ein. Ich glaube, wir sind einfach nicht besser darin. Also wir schwurbeln genauso viel rum, mindestens. Teilweise, vielleicht sogar in den Themenfeldern, wo wir jetzt vielleicht nicht gerade die Mega-Experten sind oder als Mega-Experten wahrgenommen werden, schwurbeln wir vielleicht sogar noch viel mehr. Und da kommen noch viel mehr solche Füllwörter und vermeintlich verstärkende Wörter und was weiß ich nicht. Würde ich mir wünschen, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Da kann zum Beispiel dann auch so ein Redetraining helfen, was Toso ja, ich sag mal, auf den Weg gebracht hat. Weiß ich nicht. Ist halt ein möglicher Ansatz. Nee, das geht nicht in die andere Richtung. Das kommt eben dann darauf an, wie man dieses Redetraining tatsächlich ausgestaltet. Ne? Also du kannst natürlich ein Redetraining in Politikersprech machen, dann labern wir alle so einen Mumpitz. Aber das muss man halt tatsächlich nicht. Ansonsten, auch wenn er nicht zu unserer Fraktion gehört, den stärksten Redebeitrag in diesen drei Plenartagen hatte Christian Lindner. Auch da einfach nur mal, ich will das nicht analysieren oder auseinandernehmen oder sowas, worum es da letzten Endes geht. Interessant dabei ist aber, dass gerade eben dieses YouTube-Video, ne, mit seiner Wutrede in Anführungszeichen halt ja, tatsächlich weit verbreitet wird in den sozialen Medien. Ne, wer da so ein bisschen das Ganze irgendwo verfolgt mit den Links, mit den YouTube-Links und so weiter, kann im Prinzip nachvollziehen, was auch über die sozialen Medien durchaus möglich ist. Und ich würde mir wünschen, wenn wir da auch wieder so ein bisschen stärker präsent wären. Gefiel mir gut übrigens am Donnerstag während der Regierungserklärung. Ich fand, dass wir Piraten da stark in den sozialen Medien tatsächlich waren. Und zwar nicht nur wir hier im Landtag, sondern eben auch die Basis, die da tatsächlich mitgemacht hat, weil die, glaube ich, draußen gemerkt haben, dass das ein bisschen Spaß macht. Moni guckt so ein bisschen.
Ich vergleiche das jetzt gerade mit Mittwoch, wo ich habe mich tierisch aufgeregt hier am Mittwoch, weil da so gar nichts passiert ist. Es gab hier genau zwei Leute, die überhaupt irgendwas getwittert haben von uns Abgeordneten, das waren Daniel Schwert und ich. Nachher habe ich das auch irgendwann eingestellt. Da wird auch vielfach nicht mal irgendwie was retweetet oder versucht, eine Diskussion irgendwie mit anzufeuern, anzufachen. Ich möchte nicht zurückschauen, sondern gucken, dass wir das in Zukunft einfach besser hinkriegen. Ingo hat es, glaube ich, weiß ich nicht, schätze 12 Millionen Mal schon in der Vergangenheit gesagt und wir müssen nicht darüber diskutieren, machen wir es mit dem 20-Piraten-Account oder mit unseren persönlichen, ist eigentlich egal. Machen ist auf jeden Fall besser als gar nicht machen. Das passiert sehr wenig, ist aber Donnerstag und auch Freitag, wo wir dann so Netzthemen ja dann auch nochmal hatten, in meiner Wahrnehmung zumindest deutlich besser geworden. Würde ich mir wünschen, dass wir daran so ein bisschen anknüpfen. Ansonsten, ich will das nochmal bekräftigen, wir haben ein tolles Presseecho zur Regierungserklärung. Joachim hat als Redner von mir schon ein persönliches Feedback gegeben, das sparen wir uns jetzt an der Stelle. Und ansonsten, ja, ich finde es gut. Also Simone hat ja gestern in der Vorstandssitzung das, glaube ich, schon erwähnt. Einzig die WAZ hat es irgendwie geschafft, uns Piraten zu ignorieren. Der Kollege ist wahrscheinlich schon etwas früher zu Tisch gegangen. Aber ansonsten, der Rest hat es ja tatsächlich alles aufgenommen. Insofern, glaube ich, können wir ganz zufrieden sein mit der Plenarwoche. Jetzt hatte ich gerade, danke Daniel, jetzt hatte ich gerade aus Versehen die vorher kurz angedachte Reihenfolge verlassen. Moni, war das jetzt als direkte Antwort? Weil ansonsten wollte ich vorschlagen, dass wir kurz Notiz machen und dann wieder bei Olaf weitermachen. Entschuldigung. Okay, dann. Ist auch nur ganz kurz. Aufgrund meiner Krankheit habe ich das zum ersten Mal einfach so von außen betrachtet. Ja, ich habe zu Hause den Stream geguckt und da ist mir das tatsächlich auch aufgefallen. Also ich habe dann ja auch getwittert, weil ich jetzt einfach da auch saß und einmal nicht viel anderes machen konnte. Und möchte dir einfach nur zustimmen. Ne? Also die Wirkung, wenn du jetzt nicht im Plenar sitzt, sondern zu Hause, ne, dann ist, da habe ich immer so gesagt, ey, wo seid ihr denn? So, ne, ich fand es schon vom Stream her so, ich denke, ihr habt Zwischenbemerkungen gemacht, die hört man nicht. Ja, wo ich immer dachte, ihr müsst jetzt, muss doch mal irgendwie was kommen, muss doch mal irgendwie Protest von euch hören. Das kriegt man also am Stream überhaupt nicht mit, sodass letztendlich nur dieses Twittern oder so bleibt. Ja, also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, da mehr drauf zu achten einfach. Danke Moni. Olaf gerne, wenn du möchtest. Ja. Also ich war jetzt auch überhaupt nicht darauf vorbereitet, irgendwie jetzt was zu der letzten Woche zu sagen. Ich habe natürlich auch mitbekommen, also dass es in der Presse sehr gut angekommen ist, was wir hier gemacht haben. Ich persönlich habe die letzte Woche aus einer ganz, ganz anderen Perspektive mal erlebt wie sonst. Also wie jegliche andere Sitzung davor. Und von daher ist es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt besonders gut, wenn ich da jetzt anfange mit Eindrücken jetzt hier zu kommen, die für mich selber noch nicht ganz unbedingt sortiert sind. Okay, danke Olaf. Dietmar, du kurz. Okay. Dann von mir ein, zwei Anmerkungen. Es war übrigens auch Daniel, der Express hat das auch noch hingekriegt. Also die WAZ und der Express haben das irgendwie, ja, ist aber auch jetzt nicht so dramatisch. Im Vorfeld der Vorbereitung, ja, da vielleicht auch zukünftig bei solchen Regierungserklärungen, so viele sind das ja nicht unbedingt, im Jahr oder auch vielleicht im Bereich der Haushaltsdebatten einen etwas längeren Vorlauf da nochmal zukünftig mit einzuplanen im Bereich der Auswahl der Redner und der strategischen Möglichkeiten, dass man da vielleicht nochmal eine Woche vorher, ich habe das schon mal so für mich mit abgespeichert, um das mal zu verschriftlichen, dass man dann halt nicht wirklich bis nachts um drei dann da sitzt, aber wenn so eine Regierungserklärung auch erst um 22 Uhr oder so auf dem Tisch ist, muss man dann da ja nochmal wirklich rein. Und die Vorbereitung, die vorher stattgefundene Vorbereitung von allen Referenten war in meinen Augen großartig. Da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Auch wenn es da zwischendurch auch mal hoch hergeht. Das ist auch wiederum völlig verständlich. Auch da können wir halt zusehen, dass wir das noch ein bisschen besser im Vorfeld glatt gezogen kriegen. Und was mir persönlich sehr gut gefallen hat, war die sehr starke Präsenz
im Rahmen des halbjährlichen Berichtes des Petitionsausschusses, der aus meiner Sicht hier immer noch eigentlich die nach außen hin für das Land wichtigste Funktion darstellt. Und es ist die direkte Schnittstelle der Bürgerinnen und Bürger hier im Land. Und im Gegensatz zu den anderen Fraktionen möchte ich mich da bei allen bedanken, die es zeitlich geschafft haben, halt da zu sein. Und da würde ich sagen, prozentual betrachtet, wir waren am stärksten vertreten. Vielen Dank. Dietmar hatte sich jetzt doch noch mal kurz gemeldet. Nein? Lukas. Ja, erstmal irgendwie dann zu mir. Ich hatte ja dieses Plenum eigentlich nur eine Rede, die ich dann umso mehr verhauen habe, muss ich im Endeffekt sagen. Also ich habe mich da ziemlich über mich selbst geärgert und ärgere mich immer noch darüber. Ich habe nämlich angefangen, noch während der Debatte irgendwie die Rede umzustellen und Sachen zu streichen, neue Sachen dazu zu schreiben. Das kann gut gehen. Diesmal ging es aber nicht gut. Und ja, was mich daran geärgert hat, dass es eigentlich mein Heimatthema ist. Ja, das war eine Rettungsdienstrede. Und wenn man da halt eben zu dieser Rede dann halt irgendwie so versagt, dann ist es natürlich ärgerlich. Aber gut, macht man nichts, muss man daraus lernen und nach vorne schauen. Und beim nächsten Mal wird es besser. Ja, ansonsten bin ich gerade noch dran, eben die Rede von Hannelore Kraft für mich nochmal irgendwie Revue passieren zu lassen. Dazu wollte ich die nochmal irgendwie in Gänze schauen und mir da halt auch ein paar Dinge rausschreiben. Sie hat sich dann nämlich zum Thema Störerhaftung und freie WLAN-Netze, ich sage jetzt mal, weit aus dem Fenster gelehnt, ja, ist schon die Formulierung ist schon richtig, wird interessant, weil das Thema wird auf Bundesebene jetzt in den nächsten Monaten stattfinden und umso interessanter wird es da sein, wie sich halt dann NRW verhält und NRW ist ja nicht gerade ein kleiner Player. Und das möchte ich da halt extrahieren und aufarbeiten und vielleicht in Form eines Bildes oder so, was ich mir dann in den Flur hänge, um da täglich dran erinnert zu werden. Gut, ansonsten gebe ich einfach mal weiter. Stefan, hattest du Gelegenheit, dir die Sitzung eventuell aus der Ferne anzugucken, aber du warst ja unpässlich. Ich konnte es mir nicht durchgängig ansehen. Ich war auch während der entscheidenden Debatte Regierungserklärung beim Arzt. Okay, ist egal. Ja. Danke. Ja. Moni, möchtest du noch? Simone? Toso? Ich frage halt einfach eben schnell rein. Ja. Nee, Grumpy geht einfach nur der Reihe um, damit jeder Gelegenheit hat. Es geht um Gelegenheit, nicht um Zwang. So habe ich sie interpretiert. Lukas, was du sagst, ganz wichtig, wäre total toll, wenn du da so ein bisschen den Blick hast, dass wir das in die Kommunen tragen. Weil Hanni Kraft ist jetzt auch für die SPD hier im Land die Galionsfigur. Und das kann ich jedem Oberbürgermeister mal auf seinen Schreibtisch legen und sagen, hey, deine Chefin sagt, Freifunk, go. Und jetzt sprich dich mal bitte dagegen aus. Und die Kommunalen hätten das als Handreichung, könnten das so gebrauchen. Das wäre total toll, wenn da Schnipselchen was beiweise bei rumkommt. Das wäre total klasse. Birgit, die Möglichkeit? Daniel? Dirk? Michel? Ja, ich möchte tatsächlich und zwar eine Generalkritik üben. Meiner Meinung nach war es unnötig, dass wir bis nachts um drei da gesessen haben. Meiner Meinung nach ist es unnötig, dass wir uns hinsetzen und immer darauf warten, was die anderen denn sagen. Ich glaube, wir haben eigentlich selber genug zu sagen. Ich glaube, wir könnten auf eine Regierungserklärung einfach auch antworten, indem wir hatten ja die Presseverlautbarung schon, indem wir gucken, in welche Richtung wird es gehen. Ich glaube, wir als Piraten haben eigentlich genug zu sagen in der Richtung und wir müssen nicht bis nachts um drei da sitzen und die Worte und die Sätze einzeln auseinanderfrickeln, die dann hinterher ja doch nicht gesagt werden. Um ein Beispiel zu sagen, in der schriftlichen Regierungserklärung, die uns vorgelegen hat, hätte tatsächlich
das Ganze hätte tatsächlich mit Medien in der Bildung angefangen. Und stattdessen hat sie aber noch frei 5 Minuten geredet und dann erst ihren Redetext begonnen. Dann ist natürlich blöd, wenn man hinterher, in dem Fall ich, in der Rede so einen Satz stehen hat, der da lautet, das ist Ihnen so wichtig, dass Sie die Regierungserklärung sogar damit anfangen, weil sie hat ja gar nicht damit angefangen. Und auf solche Sachen reagieren zu können, wäre es viel cooler, wenn man einfach seine eigenen Standpunkte hätte und nicht immer oder nicht nur versucht, auf die Rede einzugehen und der Rede irgendwie Kontra zu geben. Das haben wir nicht nötig, wir haben eigentlich selbst genug zu sagen. Gut, dann eben Nico. Okay, jetzt noch eben im Nachgang einmal Joachim und dann. Ja, mir ist es heute Morgen aufgefallen, wir haben die Möglichkeit, da auch nochmal deutlich nachzulegen. Ich habe heute Morgen von unserem Lukas und meinem Wahlkreismitarbeiter die Neusser Presseschau bzw. den Lokalteil der NGZ von gestern bekommen. Da steht drin, dass ein Gymnasialdirektor in Norf, der seinen Job neu angetreten hat, plant, seine Schule, das Gymnasium Norf, mit einer Universität und mit 3-4 Partnerschulen in anderen Ländern digital zu vernetzen. Er sieht aber die Schule nicht nur als Ort des Lernens, sondern auch des Lebens und sagt auf der anderen Seite, die neuen Medien bieten eine hervorragende Chance zu, bla bla bla. Ich habe dann den Hugo veranlasst, direkt eine Pressemitteilung für Neuss nachzulegen. Die Piraten begrüßen das Konzept des Schulleiters bla 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 als besonders zukunftsweisend und so weiter. Also wenn in euren Kreisberitten sowas aufploppt, wo jemand initiativ wird und sei es in Anführungszeichen nur eine Schule, dann könnte uns das, glaube ich, in den regionalen Medien eine Pressemitteilung wert sein. Das nur als Anregung am Rande. Danke. Vielen Dank. Dann erlaube ich mir noch eine Schlussbemerkung. Was bei mir noch richtig hängen geblieben war, war die Aussage, halt, wir reden ja hier von Landesseite, von Landesmittel 60 Millionen Euro. Da möchte ich noch mal ganz kurz Grüße nach Monheim schicken. Vielen Dank für die Idee, dort alleine in einer der Kommunen, die halt groß im Plus sind, doch immerhin mit 20 Millionen eigenständig in den Breitbandausbau lokal reinzugehen. Viel Erfolg. Ich finde das gut. Gibt es zu diesem Top noch zusätzliche Anmerkungen? Der Lukas, dann jetzt doch noch. Ja, falls einem langweilig ist und man eine Stunde Zeit hat, kann man sich auf YouTube den Vortrag von Martin Hase vom diesjährigen Kongress anhören. Der heißt, wir beteiligen uns aktiv an Diskussionen. Sehr aufschlussreich und schön. Okay, kommen wir dann zu Top 4, Umlaufbeschlüsse. Das Redetraining für MDL, welches von Toso vorgeschlagen war. Es wurde intern auch schon ein bisschen darüber diskutiert. Die Abstimmung ist nicht positiv verlaufen. Der Ausgang war positiv, aber nicht ausreichend positiv. Von daher rutscht dieses Thema direkt hier auf die TO. Und ich habe da vorweg eine kleine konstruktive Anmerkung zu. Ich würde vorschlagen, dies noch einmal wohlwollend nach dem FRAG-G prüfen zu lassen, im Vorfeld sowieso. Und würde dann erstmal Toso kurz das Wort geben und dann direkt im Anschluss Harald. Danke, Grumpy. Also bei der ganzen Geschichte, also erstmal hätte ich das nicht in Umlaufbeschluss gekippt, aber so hat es ein bisschen die Diskussion befeuert, fand ich gar nicht schlecht. Ist mir jetzt auch egal, ob der Umlaufbeschluss da positiv abgestimmt wird oder nicht oder ob genügend Leute mitgemacht haben oder nicht, das ist an der Stelle gar nicht wichtig. Ich möchte nur ein paar erklärende Sachen da nachschieben, die ich in persönlichen Gesprächen jetzt schon klargestellt habe, aber hier dann nochmal in der großen Runde darauf hinweisen möchte. Also erstens, es geht nicht darum, dass auf irgendeinen Zwang ausgeübt wird, dass er irgendwas machen muss. Es geht darum, ein Angebot zu schaffen und vielleicht mal ein Hinweis, ich glaube schon, dass es Sinn macht, im Training zu bleiben. Spielpraxis ist die eine Sache, von Dietmar kam da
eine entsprechende Anmerkung im Redmine. Spielpraxis ist die eine Sache. Gleichwohl würde sich kein Bundesliga-Verein und keine Bundesliga-Mannschaft auf den lustigen Posten versteifen, dass nur Spielpraxis reicht, um eine Saison zu bestreiten. Da gibt es beständiges Training, das ist sinnvoll. Und deshalb möchte ich da nochmal werben, sich das bitte nochmal positiv durch den Kopf gehen zu lassen. Und auch das Beispiel mit der Bundesliga-Mannschaft, vielleicht Bundesliga-Fußballmannschaft nochmal an zweiter Stelle. Ich glaube, es würde niemand auf die Idee kommen, dem einzelnen Spieler zu sagen, er möchte selber einen Trainer mitbringen. Ich glaube, die Vereine fangen ganz gut damit, dass sie selber einen Trainer stellen für das ganze Team. Dankeschön. Danke, Toso. Harald, dann Michel. Ja, in Unkenntnis des Umlaufbeschlusses hatte ich nochmal den Auftrag bekommen, mal nachzuhaken und nachzuprüfen. Und ich wollte eigentlich so ein positives Feedback, halbwegs positives Feedback hier mal loslassen nach intensiver und solider Prüfung der uns ja doch restringierenden gesetzlichen Regeln und hier in Sonderheit das Fraktionsgesetz, was die Verwendung von Fraktionsgeldern angeht für Zwecke der Aktivitäten der Fraktion. Also einem Sprachtraining, soweit es auf einem Fraktionsbeschluss beruht, was also ein gemeinsames für die gesamte Fraktion vorgesehenes Sprachtraining ist, sagen wir mal Tagesseminar oder Ähnliches, was ja auch hier in dem Umlaufbeschluss aufgeführt ist, spricht nichts dagegen, dieses aus Fraktionsmitteln zu finanzieren, soweit es eindeutig für die gesamte Fraktion Tages- oder Zweitages, das kann man jetzt dahingestellt lassen, eine solche Veranstaltung ist. Und soweit natürlich, und darum geht es hier ja auch im Wesentlichen, ich habe eigentlich das nie anders verstanden, soweit hier die Performance im Plenum verbessert und optimiert werden soll. Also Rhetorik, Plenum, Umgang mit Zwischenrufen im Plenum, Performance an sich im Plenum und Kommunikation untereinander. So ein Seminar hätte natürlich verbindlichen Charakter, denn es ist ja dann eine Fraktionsveranstaltung. Dem steht eigentlich, wenn es so ausgerichtet ist, nichts im Wege. Allerdings, und jetzt rekurriere ich auf den Umlaufbeschluss, der ja jetzt hier nicht zur Abstimmung steht, was eine individuelle Sprachtrainingsveranstaltungen und Ähnliches angeht. Dieses muss der Abgeordnete aus eigenen Mitteln finanzieren. Das wäre sozusagen nicht abgedeckt. Aber darum geht es ja hier nicht im Wesentlichen. Ich habe das so verstanden, hier geht es um eine Fraktionsveranstaltung. Ich hoffe, da habe ich kurz und klar jetzt mit. Michel. Danke, Harald, erstmal für die Prüfung. Ich möchte allerdings anmerken, dass es zumindest mir, wenn ich das höre, mit dem Sprachtraining so geht, dass ich andere Abgeordnete vor Augen habe und die haben zwei Arten von Training. Einige werden sich sicherlich auch einem Sprachtraining, einem professionellen Sprachtraining unterziehen, vielleicht auch selbst das Ganze finanziert oder wie auch immer. Aber was sie vor allen Dingen haben, ist, dass sie öffentliche Auftritte üben, weil die haben Wahlkreise und die haben Veranstaltungen in ihrer Partei und tralala. Und davon haben wir, auch wir 19, die wir hier sind, relativ wenig. Vor allen Dingen wenig, das rausgeht aus unserer eigenen Partei, was wahrscheinlich daran liegen mag, dass zu den Veranstaltungen dann Parteimitglieder kommen. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich mich plötzlich auf mein Autodach auf dem Marktplatz stelle und halte einfach mal eine schwungvolle Rede, um darzustellen, was ich denn eigentlich tue im Landtag und was denn hier eigentlich diese Fraktion tut und was denn der Erfolg dieser Fraktion ist und so weiter und so weiter. Ich persönlich verstehe mich so, dass ich das zumindest, soweit es in meinen Möglichkeiten liegt, durchaus wahrnehme, dass ich Sprechstunden habe im Wahlkreis und so weiter, wo ich auch mit Leuten rede. Das sind nicht immer die einfachsten Charaktere, aber wo ich mit Leuten rede, denen ich erstmal erklären muss, wofür der Landtag überhaupt zuständig ist. Ich glaube, dass einfach die Sicherheit zu haben oder die Sicherheit zu bekommen, vor Leuten zu reden, auch dazu beiträgt, dass diese Mitglieder anderer Fraktionen im Landtag und im Plenum besser reden können, dass sie sich selbst sicherer sind, dass sie besser mit Zwischenrufen umgehen können und so weiter. Und dass wir einfach
bei diesem Part einen Nachholbedarf haben. Und da sehe ich einfach, dass kein Weg an einem Training in irgendeiner Form vorbeiführt. Dann habe ich Joachim und Dietmar. Ja, mal unabhängig davon, wie das jetzt organisiert wird, es scheint ja darauf hinzulaufen, dass wir da was machen, wollte ich nur anmerken, man macht sich natürlich über sich selber permanent Gedanken und guckt, wie man seine Performance verbessert. Und dann gibt es auch noch Kollegen, die einem Feedback geben, mit dem man wirklich was anfangen kann, wie beispielsweise zuletzt der Daniel Düngel und auch ein bisschen der Michel, jetzt gerade zur Regierungserklärung. Es ist schon so, was mich betrifft, ich finde meine Reden im Prinzip gut, aber manchmal nerve ich mich selber, wenn ich mir das nachher anhöre. Weniger die Fernsehauftritte. Wir müssen dann, wenn wir sowas gemeinsam organisieren, auch die Möglichkeit schaffen, darauf einzugeben, dass, ich sag mal, Handicaps oder die Stellen, an denen was verbessert wird, durchaus individuell sehr, sehr unterschiedlich sind. Bei mir glaube ich mittlerweile, das hat was mit den Augen zu tun und der Sicherheit, dass ich deswegen den Kopf immer gesenkt halte, was mein größtes Manko ist oder oft zu lange immer gesenkt halte, um mich an den Text zu klammern und festzuhalten. Was das andere angeht, würde ich noch einen anderen Aufschlag wagen. Die Idee kam mir gerade bei Michels Beitrag. Ich habe sowas ja mal gemacht und ich habe das auch gewonnen. Frei reden. Wir sollten mit der Partei zusammen vielleicht uns irgend so eine politische Spaßecke schaffen und einen Speech-Slam veranstalten. Das fände ich richtig geil. Oder einen Debattierclub oder was auch immer. Wir haben ja einen in der Fraktion, einen Mitarbeiter, der da Erfahrung hat, der Rhetorik, ein Rhetorik-Freak ist. Aber okay, das war's. Danke, Joachim. Ein kurzer Einwurf. Am Donnerstag haben wir auch ja selber wieder die Gelegenheit geschaffen. Das ist ja das Themenmumble diese Woche mit einem nicht ganz unstrittigen Thema. Können wir nachher noch kurz drauf eingehen. Dietmar und dann, glaube ich, war das jetzt gerade Toso und dann Moni. Ja, ich möchte etwas anmerken. Also ich erinnere mich an die Anfangszeit unserer Fraktion hier in diesem Hause. Ich erinnere mich an die Anfangszeit unserer Plenarsessions, unserer Plenarwochen, wo alle oder viele relativ viel Muffen hatten, ja, Muffensausen hatten davor, vor Menschen zu reden. Vor einem Fachpublikum zudem oder eben dann darüber hinaus, da muss man natürlich auch mal auf die Zielgruppe achten, dahingehend, was hier auch gerne jetzt mittlerweile als Performance bezeichnet wird und weil ja alle auch begriffen haben, worum es geht hier. Das hat sich doch in den letzten 2,5 Jahren so gravierend massiv verändert, dass man heute sagen muss, heute reißen sich die Leute förmlich um Reden und Redebeiträge. Das war am Anfang ganz anders. Das hängt auch damit zusammen, dass alle ein wenig die Scheu verloren haben. Und da bin ich dabei, was Michel eben sagte, der sagte, naja, im Prinzip, so diese Übung und so, dass man sich da irgendwo auf den Marktplatz stellt, aufs Autodach stellt und schwungvolle Reden hält, ja, das gehört auch so ein bisschen dazu. Dann reden wir aber hier nicht von Reden, sondern wir müssen hier uns über Vorträge unterhalten und Vortragsstil, der maßgeblich geprägt wird von den Manuskripten, die jedem Einzelnen, sei es drum selbst gefertigt oder durch Referenten begleitend gefertigt, vor der Nase liegen und dann geht es um den Vortrag. Es geht gar nicht um die Rede, sondern es geht darum, wie der Vortragsstil ist und den kann man üben. Den kann man zu Hause üben, vorm Spiegel von mir aus oder von der Videokamera. Jeder hat ein Handy oder ein Smartphone oder was auch immer und kann das im Prinzip üben. Ich glaube nicht, dass ein Redetraining da wesentlich hilfreicher ist als eben dieses Üben, wenn man bedenkt, dass sich die meisten eben von ihrem Manuskript gar nicht lösen, sondern, wie Joachim das gerade in selbstkritischer Beschau gesagt hat, naja, da klebt man dann doch sehr an den Textblättern, die vor einem liegen und vergisst manchmal auch noch mal ins Rund zu blicken oder von mir aus in die Kamera bei diesen sogenannten Reden. Und da liegt doch die Krux, Leute. Die liegt doch gar nicht darin, denn das lässt sich nicht einimpfen. Also die Debattenrede in freier Rede, ich glaube nicht, dass die 2 Jahre, die nächsten oder ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr ausreichend wird, um das in jeden diesen Rede, ich sag mal, dieses Redegehen einzuhauchen. Das wird nicht funktionieren.
sondern da wird es allenfalls darum gehen, den Vortrag entsprechend vielleicht etwas lockerer, flockiger zu gestalten und sei es drum auch mit dem Manuskript vor der Nase. Und darum wird es gehen und da denke ich, sollten wir vielleicht doch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob das hier wirklich als Redetraining oder was auch immer bezeichnet werden kann oder ob nicht doch hier der Vortragsstil auch vielleicht, indem man sich andere Vorträge, denn das machen ja viele hier oder fast alle, dass sie von einem Manuskript mehr oder weniger ablesen. Und da gibt es erhebliche Unterschiede. Manche machen das eben sehr locker, sehr aufgelockert, sage ich mal, sodass es also gut rüberkommt und manche eben nicht. Und das betrifft jetzt nicht nur uns, sondern alle. Moni Toso Frank Michel. So, entschuldige, Toso Moni Frank Michel. Entschuldigung. Dankeschön. Passe. Was meinst du? Wo sprichst du von dem Lüfter? Ich glaube, der ist am Föhn, ja. Ja, der Marsching humpelt. Er muss sich wegsetzen. Toso, bitte. Ja, gerne. Also zum einen glaube ich einfach nicht, dass alles genetisch vorgegeben ist, sondern dass Menschen auch dazulernen können. Auch beim Reden. Entschuldigung. Ich glaube, das kann man, man kann so ziemlich jedem beibringen, offen und frei zu reden. Also das ist keine Sache von Genetik, glaube ich. Punkt zwei zu Harald, vielleicht ergänzend. Klar muss das ein Angebot sein an die Gesamtfraktion. Es muss sich an den Bedürfnissen der Gesamtfraktion orientieren. Völlig richtig. Ich glaube aber nicht, dass wir das zusammen in einer Gruppe machen müssen. Ich glaube, man kann das auch zeitlich strecken. Ich stelle mir sonst vor, wie zum Beispiel die SPD versuchen sollte, mit 99 Abgeordneten eine Veranstaltung an einem Tag zusammenzumachen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Und ich glaube, man kann da auf Termine Rücksicht nehmen und solche Sachen strecken, halt immer mit dem Konzept des Nutzens der Gesamtfraktion. Das ist selbstverständlich an der Stelle. Aber wir gehen ja auch alle in dieses Plenum und reden nicht 3 Minuten, sondern 5 Minuten mindestens. Ne? Hätten wir einen Redeslot für uns alleine, wären es keine 5 Minuten. Hinweis. Danke, Toso. Moni? Ja, zwei Sachen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich fände die Veranstaltung gut. Also die hätte so auch so einen Effekt, dass man mal was zusammen macht. Vielleicht auch so ein bisschen, ne, einander kontrolliert, wer redet wie. Also ich finde, es gibt viele Möglichkeiten, da zu gucken. Was danach passiert, glaube ich, ist sehr individuell, weil ganz viele verschiedene Bedürfnisse bestehen. Also das mag bei dem einen eher ein Problem sein, dass man sich nicht traut, dass man nervös ist. Ja, das ist so verschieden, dass ich glaube, dass man das zusammen gar nicht bewältigen kann. Für mich kommt dann noch hinzu, dass das eine Sache ist, wo ich mich so jemand lieber gerne selber aussuchen würde, weil ich glaube schon, dass das auch eine Sache ist, wo die Chemie stimmen muss bei solchen Geschichten. Und ich habe so eine kleine Sorge. Ich warne so ein bisschen davor, jetzt so zu sagen, dann wären wir alle top im Reden. Also man hat mir schon gesagt, dass ich nach diesen 2 Jahren an einigen Stellen auch so meine Authentizität verliere. Also ich warne einfach davor, hierher zu gehen und zu sagen, dann machen wir hier groß Rhetorik. Eigentlich sind wir ja auch mal hier hingekommen, um, sage ich mal, vielleicht selbst uns mal zu versprechen oder anders zu reden. Also ich finde das, ich spreche da nicht gegen, Michelle, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, man kann sich da verbessern. Ich glaube, man muss nur im Blick behalten, dass man sich dabei selber nicht verliert und dann ein toller Rhetoriker wird und den gleichen Sprech hat wie alle anderen. Das ist, möchte ich nur zu bedenken geben. Frank? Ja, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht alles wiederholen, kann mir die Bemerkung mit dem Laptop aber nicht verkneifen. Wollten wir nicht Laptops im Plenarsaal haben irgendwie? Habe ich mal gehört. Aber okay. Genau. Okay, das stand dabei, glaube ich, nicht dabei bei dem Beschluss. Aber ansonsten, Michelle, dir wollte ich auf jeden Fall recht geben, dieses Arbeiten im Wahlkreis, Besuchen von Veranstaltungen, sich selber mitteilen, erzählen über die eigene Politik und über die Politik der Partei und whatever. Da kann man eigentlich nicht genug appellieren, halt den eigenen Wahlkreis abzugrasen. Jeder hat ja mehrere hier. Das übt auf jeden Fall. Ansonsten ist das, würde ich auf jeden Fall Harald unterstützen und gerne mit Toso, ich habe das ja schon angedroht, zusammen und mit Harald
gucken, dass man halt so eine gemeinsame Veranstaltung hinkriegt. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll. In wie groß die Gruppengröße dann jeweils ist, ist eine Geschichte, aber grundsätzlich eine gemeinsame Sache. Und wie Moni schon sagte, alles Weitere, was sich jeder dann überlegt, individuell, ist dann sowieso seine Sache für irgendwelches Spezialtraining, was jemand will oder nicht will. Aber dass wir erstmal was gemeinsam machen. Jetzt kann ich und hören. Danke, ja. Dass wir erstmal diesen einen Schritt gehen, ist da auch toll, dass man da nach 2 Jahren mal drüber nachdenkt. Aber besser jetzt als nie. Michel, der sich umgesetzt hat. Ja, lieber Frank, wir hatten schon mal ein solches Training, falls du dich erinnern magst. Leider haben wir danach keine Folgeveranstaltung mehr gemacht, weil der Anbieter irgendwie nicht zur Verfügung stand. Sei es drum, ich möchte nur 2 Sachen noch anmerken. Das eine ist zu Moni, nur um das klarzustellen, mir geht es nicht darum, dass wir bessere Rhetoriker werden, sondern einfach, dass die Selbstsicherheit auch da ist. Und jetzt in Verbindung zu dem, was Dietmar gesagt hat, mir persönlich geht es genau darum, dass man sich nicht mehr an diesen Text klammert, dass man nicht mehr, also ich will nicht, wir hatten bei diesem Kurs, den wir hatten, da ging es auch darum, wie schreibt man eine Rede, wie ist eine Rede aufgebaut. Genau um sowas geht es mir persönlich eben nicht, sondern mir geht es darum zu sagen, ich muss mich auch von diesem Manuskript mal lösen können, ich muss frei erklären können, was will ich eigentlich sagen, ich muss so die Stichpunkte im Kopf haben, ich muss nicht Christian Lindner werden, der hier 45 Minuten ohne Zettel rumsteht und eine Rede hält, aber es geht zumindest, ja, der sagt doch immer dasselbe, aber das ist dann halt sein Ding, aber es geht mir zumindest darum, ich versuche mir immer klar zu machen, was ist überhaupt mein Standpunkt und wenn ich den weiß, dann kann ich auch argumentieren, ohne dass ich auf so einen Zettel gucke und je besser ich das kann, und zwar sowohl im Plenum als auch eben auf dem Marktplatz, wenn ich mich hinstelle und schreie, so jetzt rede ich mal mit euch allen über Politik, je besser ich das kann, weil ich mir einfach selbstsicher bin, desto besser bringe ich auch einfach rüber, was wir hier wollen und es bringt halt gar nichts meiner Meinung nach, wenn wir Reden halten, wie wir sie hier am Anfang gehalten haben, so authentisch das auch sein mag, wenn uns keiner zuhört, bringen wir keine Message rüber und die Message rüberzubringen ist hier unsere Aufgabe. Vielen Dank, Michel. Als letzten würde ich dann ganz gerne Olaf noch mit draufnehmen und dann sind wir mehr oder weniger durch. Abschließend dann für, weil wir müssen das abstimmen laut Satzung, von daher dann nochmal Olaf und dann Toso. Also nach den ganzen, also ich war der Sache eigentlich relativ neutral bis jetzt, also bis zu der Diskussion jetzt gerade gegenüber eingestellt, weil ich also auch die Vorteile sah. Für mich selber hin komme ich jetzt gleich noch drauf, warum ich da nur neutral und nicht so positiv eingestellt war. Allerdings, wenn ich jetzt hier mitgekriegt habe, die Vorstellungen sind sehr, sehr stark unterschiedliche. Zum Beispiel hat Michel jetzt gerade sehr schön vorgetragen, was er an sich ändern würde. Ich sehe mich da irgendwie nicht unbedingt so wieder. Und es wird schwierig sein, eine gemeinsame Definition für alle zu kriegen, was wollen wir, außer wir wollen besser werden. Ja, jeder auf seine Art und jeder Sache. Und dann geht es nämlich auch schon so, warum ich sowieso der Sache nur neutral gegenüber gestanden habe. Ich persönlich mache das schon. Ich hab mir Leute, Profis gesucht, mit denen ich solche Sachen zum Teil bequatsche. Und ich merke, dass wenn ich das wirklich machen will, geht das so tief, das möchte ich hier nicht mit euch zusammen. Tut mir leid, also das möchte ich weiterhin für mich im Privaten tun, damit ich da auch wirklich an Sachen drankomme, die ich nicht unbedingt in einer größeren Gruppe ausbreiten möchte. Und von daher wäre das für mich eher, würde ich das empfinden, als so eine leichte oberflächliche Sache. Und wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt hier so ein bisschen rausgebildet habe, dass aber sowieso die Vorstellungen davon, was das bringen soll, sehr, sehr unterschiedlich sind, sehe ich da jetzt auch irgendwie schwierig, einen Nenner zu finden und würde dem eher skeptischer gegenüberstehen als vorher. Toso, bitte. Ja, es geht gar nicht darum, dass man hier ganz individuell für jeden Einzelnen was zusammenstrickt. Das kann jeder individuell genauso machen, wie er das bis jetzt gemacht hat. Es geht einfach darum, ein Angebot durch die Fraktion zu schaffen, wo man halt für dieses Spielfeld da draußen besser ins Training kommt. In welcher Gruppenstärke wir das machen, ist auch uns überlassen. Es muss halt nur, wie Harald richtig darauf hinweist, immer erkennbar sein, dass es eine Fraktionsveranstaltung ist. Und von daher geht es auch gar nicht, Moni, da möchte ich dir einmal ein bisschen widersprechen, es geht mir an der Stelle nicht ums Teambuilding. Wenn wir Teambuilding machen wollen, können wir gerne irgendwo Paintball spielen gehen oder sowas. An der Stelle geht es ums Lernen, um die Selbstsicherheit, um die Dinge mit der
auch in der Gesamtfraktionssicht zu sehen an der Stelle so ein bisschen, ob wir das dann individuell in dem Training machen mit 2, 3, 4, 5 Leuten, können wir unsere Sache machen, aber es muss eine Sache an die gesamte Fraktion sein, ganz wichtig. Jetzt noch mal ein kleiner Hinweis zu dem viel gehypten Kollegen Christian Lindner, der hier im Plenum eine sehr gute Rede gehalten hat letzte Woche. An der Stelle möchte ich den Hinweis geben, dass sich gerne man sich gerne mal die Rede zum Karneval gestern im Fernsehen noch mal anschauen kann, also jetzt in der Mediathek. Da hat er versucht, vom Zettel abzulesen. Das ist nicht schön. Also gar nicht. Da erkenne ich uns sehr wieder. Von daher, schöner Vergleich. Guckt euch die beiden Reden mal nebeneinander an. Dann wisst ihr, was machbar ist für jeden. Harald, du hattest jetzt doch noch einmal kurz... Ich wollte einfach mal vorschlagen, hier kann man jetzt ehrlich noch lange drüber reden. Ja, zur Abkürzung des Verfahrens wäre es vielleicht sinnvoll, ob die Fraktion sich darüber verständigt, dass es sowas wie ein von mir aus Grund- und Aufbauseminar oder wie man es auch nennen soll, dafür müssten ja eh Angebote eingeholt werden. Also ob es da eine positive Grundhaltung zu gibt, dann holen wir die Angebote ein und dann kann man das als Fraktionsveranstaltung machen. Dann cut jetzt hier. Habe ich einen formellen Vorschlag, wenn ich kurz darf? Toso, würdest du dein Redmine... Ist nicht sein Antrag, ist genau das, was Harald gerade gesagt hat. Genau. Jetzt können wir keinen... Würde den... Dann, weil der, genau, das ist nämlich der Punkt, das wollte ich nämlich vorschlagen, dann für so die Entscheidung rauszunehmen. Nimm die Entscheidung da jetzt raus, ich befürchte kein Verklagungsrecht. Ja, du gehst da dann raus. Möchte ich Folgendes vorschlagen. Genau das, vielen Dank, Oliver, dass ich nicht einfach mal eben kurz per Copy-Paste das vorbereiten darf. Hallo Kai, wo jetzt? Hallo Kai. Von daher würde ich jetzt ganz gerne, ich habe den Alternativantrag. Das Gegrünte raus. Vor allem Ende dieses ganzen Themas. Das ist ja ganz schlimm. Und also von daher, Sekunde, ich muss es eben kurz vorbereiten. Ja, die Partei muss raus und die individuelle Förderung muss raus. Dann ist das. Das. Hier das Unterpartei raus. So. Dann hätten wir jetzt zwei reguläre Abstimmungen durchzuführen. Einmal über den Umlaufbeschluss 69748. Und dann über den Alternativantrag, der unter der Diskussion steht. Von daher würde ich jetzt fragen, wer spricht sich für den Umlaufbeschluss aus? Da möchte ich euch bitten, so lange zu warten, bis das Protokoll... die Namen erfasst hat. Wer spricht sich gegen diesen Umlaufbeschluss in der vorliegenden Form aus? Immer noch, ich sagte gerade. Und dann kommt der Alternativantrag. Unabhängig von dem, was du gerade vor dir siehst. Einfach mal zuhören. Ja, das wird dann jetzt... So, jetzt helfe ich eben, dass direkt... Achso, enthält sich jemand? Verzeihung. So. Nein. Und jetzt kommen wir zum Alternativantrag, den wir hier gerade
mehr oder weniger konsensual entwickelt haben und den lassen wir jetzt genauso abstimmen. Und von daher, wer ist für den Alternativantrag ohne die individuelle Förderung? Wer spricht sich dafür aus? Und ohne die Partei, also rein vom formaljuristischen Sinne her? Also der formell Richtige jetzt. Das ist der formell Richtige. Genau. Die Graswaage. Da ging jetzt gerade noch eine Hand hoch, Michelle. Entschuldige. Drogenopfer. Wer spricht sich gegen diesen Alternativantrag aus? Und wer enthält sich diesbezüglich? Dann haben wir einen Gewinner. Der Alternativantrag wurde mit 12-11 zum Umlaufbeschluss angenommen. Ich möchte mich bei allen bedanken. Und dann kommen wir, da war ein Tippfehler gestern bei der Erstellung, den ich vergessen habe zu korrigieren, haben wir den Top 5 als nächstes. Satzungsänderungsantrag Daniel D. Ich glaube, der war aber, ich selber hätte da ja auch gerne mitgemacht, bin aber durch die Plenartage nicht dazu gekommen. Es geht mir ganz Zwischenstand. Ähnlich. Es gibt ein Pad mittlerweile ich dazu. Weiß. Link hatte ich auch rumgeschickt. Input ist jetzt noch recht übersichtlich. Ich würde es einfach gerne noch mal eine Woche dann schieben und bitten, dass sich der ein oder andere dann da einklingt. Da ich ja offiziell auch die Orga-Wochen ausgerufen hatte, Daniel, ich wollte mir dann nämlich auch morgen mal die Zeit gönnen, denn ich hatte das ja auch schon letzte Woche angekündigt. Dann kommen wir zu Top 6. Das ist der Antrag zur Änderung der Finanzordnung bzw. die Vorbereitung hierzu. Auch das hat alles relativ lange auch gedauert. Ein Für und Wider intern, auch ein Abwägen. Ich würde das, was ich heute Morgen ebenfalls erst zeitlich geschafft habe, allen MDL zur Verfügung zu stellen, auch wenn niemand sich dagegen ausspricht, über die 20-Piraten-Liste schicken, damit wir es diskutieren können. Denn eine wortgenaue Finanzordnungsänderung habe ich jetzt noch nicht in der Tasche. Ich erläutere noch mal ganz kurz, worum es ging. Es ging darum, dass wir in der Finanzordnung einen Bug bzw. eine nicht ausreichende Umsetzung im Rahmen unserer uns selbst auferlegten Veröffentlichungspflichten, so bezeichnet man das halt, konstruiert haben. Dabei ging es im ersten Schritt um die Bestandsaufnahme der derzeitigen Situation. Und da sieht es halt sowieso schon so aus, dass wir deutlich weiter und schneller sind als die anderen Fraktionen. Dies können wir mit einfachen Kniffen sogar noch deutlich verbessern, indem wir im ersten Schritt die einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und die Kostenarten im allgemein geltenden Kostenplan, so nennt sich das halt, aufdröseln nach zum Beispiel Umsatzerlöse oder einzelnen Abschreibungen, Werbekosten. All dies hatte ich in der noch momentan internen Mail rumgeschickt und da können wir dann auch hingehen und nochmal ein weiteres Brikett nachlegen, indem wir dann sogar hingehen nach dem Fraktionsfinanzierungsgesetz, die drei Kategorien unserer Zuschüsse aufdröseln nach Grundbetrag, Oppositionszuschlag und Grundbetrag pro MDL. Schwierig, datenschutztechnisch schwierig, ohne gegen geltendes Recht zu verstoßen, ist der Aspekt, die Angebote und Rechnungen einzelner Unternehmen und Auftragsnehmer komplett zu veröffentlichen. Hier gilt es beständig eine Schwärzungsabwägung vorzunehmen. Da gibt es dann noch die Möglichkeit, dafür eine eigene
sag mal, vom zeitlichen Aufwand her eine zusätzliche Kraft zu schaffen. Und dann bei der letzte, deswegen dann halt der letztendliche Veränderungsbedarf für die Finanzordnung, würde ich auch ganz gerne dann zur nächsten Sitzung hier auch eine schon vorher fertig ausdiskutierte Beschlussvorlage haben im Rahmen dieser Orga-Wochen, weil das ist jetzt genau das richtige Zeitfenster, dass ich das halt auch sauber mit allen machen kann. Gibt es dazu bereits jetzt Vorschläge und oder Anmerkungen? Würde ich mich sehr darüber freuen, denn das Thema ist schon relativ lange in der Pipeline, wie gesagt. Und es ist auch nicht unkritisch. Toso, bitte. Also nochmal in einfacher Sprache für mich, ich muss das für mich wiederholen, damit das... wir versuchen, unsere Fraktionsfinanzen früher darzulegen, als wir das gesetzlich müssen. Tun wir schon. Gesundheit. Wir wollen das offener und detaillierter darstellen als jetzt. Wir wollen das natürlich selbstverständlich maschinenlesbar darstellen. Wir gehen mit dem Detaillierungsgrad und mit dem zeitlichen Versatz an das, was gesetzlich möglich ist. Ich finde den Haken gerade nicht. Der Haken, wenn ich das ganz kurz beantworten darf, besteht an der bestehenden Finanzordnung. Frank. Ja, das hätte ich jetzt auch versucht, in einfachen Worten darzulegen, dass unsere Finanzordnung, so wie sie bisher beschlossen ist, den gesetzlichen Vorgaben etwas zu weit geht, als das da vorgesehen ist, sagen wir es mal so. Muss man etwas korrigieren. Michel, bitte. Ich muss etwas schmunzeln. Dass sie die gesetzlichen Vorgaben einhalten, sollte selbstverständlich sein. Sollte. Ich habe extra dieses Wort benutzt. Grundsätzlich sollte es selbstverständlich sein. Eigentlich sollte es grundsätzlich. Also, dass wir die einhalten, sollte selbstverständlich sein, das sind nun mal gesetzliche Vorgaben. Darüber hinausgehend haben wir uns bei dieser Finanzordnung vor 2 Jahren von den Gedanken leiten lassen, die wir nun mal auch im Wahlprogramm und Ähnlichem haben. Nämlich, dass wir darüber hinausgehen wollen, dass wir mehr tun wollen. Jetzt der Vorschlag, der dann heute Nacht kam, ich habe ihn nur kurz überfliegen können, aber insoweit steht da schon, dass wir mehr tun wollen. Aber es ist eben in der Finanzordnung noch mehr festgelegt. Und ich glaube, der Punkt, an dem sich die Geister scheiden, wird das sein, dass wir über Verträge reden und dass wir über den Datenschutz reden. Jetzt ist es so, dass wir die gleiche Debatte ja sogar hatten beim Thema Nebeneinkünfte von Abgeordneten. Die Argumente höre ich im Kreis, gebetsmühlenartig. Wir können nicht, wir dürfen ja keine Namen nennen und so weiter. Wir haben damals schon darüber geredet, wir haben damals schon in diese Finanzordnung geschrieben, auf Wunsch kann das Ganze anonymisiert werden. Wir sagen immer wieder, wenn wir über Transparenz von Verträgen reden, zur Not soll man doch einfach Verträge mit den Leuten nur abschließen, die eben zustimmen, dass das hinterher veröffentlicht wird. Das tragen wir wie so eine Monstranz vor uns her und jetzt in unserer eigenen Fraktion machen wir plötzlich das nicht so, sondern streichen einfach den Satz raus. Ja, ich weiß, dass es besteht der Wunsch, diesen Satz rauszustreichen. Besser? Bei den letzten Diskussionen war es so, dass gesagt wurde, wir können das nicht einhalten, wir müssten das alles anonymisieren, dafür haben wir nicht die Manpower, das können wir uns nicht leisten und deswegen müssen wir das rausstreichen aus der Finanzordnung. Ich stehe dem tatsächlich völlig konträr gegenüber und sage, wenn wir das wollten, dann würden wir eben Verträge mit den Leuten machen, bei denen ganz klar feststeht, dass wir diese Verträge und diese Angebote veröffentlichen. Wer uns ein Angebot schickt und sagt, er möchte das anonymisiert haben, dann anonymisiert man das in dem Moment. Man kann auch sowas sagen wie, rückwirkend ist das nicht mehr möglich, wir machen das ab jetzt, dann brauche ich eben keine zusätzliche Stelle.
Aber jetzt einfach diesen Transparenzgedanken aufzugeben und sonst in allen Belangen zu sagen, wir wollen das aber und ihr müsst aber dann eben die entsprechenden Grundlagen schaffen und das jetzt bei uns selbst aufzugeben, halte ich für sehr, sehr, sehr schwierig. Frank? Genau, aber ich denke mal, die Diskussion haben wir zwar schon mal geführt, das ist völlig korrekt, aber jetzt geht es darum, Umsetzung zu finden und dies zu konkretisieren. Und es geht nicht darum, unsere Positionen aufzugeben, Michel, sondern behandelbare und gangbare Wege zu suchen, wie wir es praktikabel handhaben. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die bisher noch nicht richtig angegangen wurde, weil wir alle keine Zeit hatten. Das muss aber jetzt halt passieren, weil das Thema muss endlich mal vom Tisch und geregelt werden und umsetzungsfähig formuliert und gestaltet werden. Und das geht jetzt nicht in erster Linie darum, Dinge zu streichen, die wir mal machen wollten und uns selber und so weiter. Ich denke, wir werden schon eine praktikable und auch transparente Lösung finden. Darf ich ganz bewusst, wenn ich dann sozusagen, darf ich euch beide bitten, das mit mir zu machen im Laufe der Woche? Ja, danke, Michel, für deine Zuarbeit. Dann würde ich dies als Arbeitsauftrag mitnehmen und werde dies dann auch, die Zwischenstände, die ich dann jetzt schon habe, halt mal über die 20 Piratenliste kübeln, damit die Leute das halt auch von außen sehen können. Vielen Dank. Dann kämen wir zu Top 7. Da haben wir, ich habe gerade ein bisschen Fusseln am Mund. Toso, möchtest du mit der Bundesredakteurskonferenz vorziehen? Ja, gestern hatten wir eine sehr übersichtlich besuchte Arbeitskreissitzung Arbeit und Soziales im Mambel. Danach war ich nach einem Zwischenschritt zufällig in der Redakteurssitzung auf Bundesebene, wo sich die Menschen, die versuchen auf Bundesebene Themen aufzubereiten und vorzustellen für unsere Partei, wohlgemerkt, abstimmen. Das ist jeden Montag um 20 Uhr und man wünscht sich, dass Menschen von uns aus den Fraktionen sich gerne daran beteiligen und sie würden da gerne eine Plattform auch für bieten, um unsere Inhalte da auch pushen zu können. Es geht sogar so weit, dass sie sich wünschen würden, dass MDL da Redakteurstellen quasi in Anführungsstrichen übernehmen, um ihre Arbeit da zu koordinieren, um die fachliche Arbeit auch auf Bundesebene darzustellen. Das ist für jeden eine Chance, da nochmal eine Ebene weiter seine politischen Projekte vorzustellen. Von daher kann ich das nur dringend empfehlen. Es ist jeden Montag 20 Uhr. Ihr findet das in diesem Mumble. Das wäre total toll. Gibt da diverse Vorteile, die man mir alle genannt hat, vom Pushen von Themen über Google News sein, was weiß ich nicht noch alles, was da bedient wird. Eine kleine Verbindung habe ich mit Jaroslav eben schon gesprochen, bespreche ich gleich noch mit Ingo weiter, was da für Robots gibt, um das noch alles ein bisschen breiter zu ziehen, was wir hier produzieren. Weil vieles von dem, was wir hier produzieren, ist durchaus bundes- oder sogar europaweit relevant. Wir haben aber nur den Kopf immer, das hier rein zu pushen in dieses System. Und es wäre erheblich sinnvoller für unsere Politik, auch zum Durchsetzen unserer politischen Ideen, wenn wir auch mal über Bande spielen könnten. Es geht nicht darum, da einen Verantwortlichen in irgendeiner Form. Das darf jeder einfach machen. Zusätzlich dazu möchte ich ganz kurz zur Ehrenrettung hier auch noch einbringen. Das, was wir zusätzlich produzieren, was dann eventuell doch nicht auf der Ebene jetzt veröffentlicht wird und Zusatzmaterialien, die dabei aufploppen, die werden eh auch schon immer gesammelt von unserer Pressestelle zusätzlich auch noch an die AGÖA und ich glaube auch an das Bundesteam, auch da existiert der Kontakt zusätzlich. Okay, noch ausbaufähig auf der Ebene, aber deswegen halt auch jeder MDL für sich und auch nach unten in die Region hinein. Nico? Nee, eben nicht Anita, das ist der Pro 02, also der PR 02 und der DSUR und
noch ein Mensch. Kann ich gleich ins Protokoll schreiben. Also, oder einfach Montagabend, 20 Uhr, Mumble, einfach, wenn es die Zeit erlaubt. Also, die treffen sich jede Woche. Man muss also, wir müssen jetzt nicht Montag da mit 19 Leuten aufschlagen. Okay, danke für den Hinweis. Montagsabends, das wird knapp. Dann noch mal ganz kurz vielleicht von Daniel der Hinweis für den Jugendlandtag, für unsere Veranstaltung intern kommenden Samstag. Ja, ich hatte mich heute Morgen, als ich das Protokoll gesehen habe, noch kurz gefragt, welcher Punkt das denn tatsächlich ist. Ich mache das dann gerade mal spontan. Wir haben am Samstag das Jugendlandtags-Nachtreffen. Und zwar, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, um 18 Uhr hier in Düsseldorf. Ihr habt aber auf jeden Fall Mails mit den entsprechenden Eckdaten bekommen. Besonderheit, wir treffen uns ja nicht nur mit den Jugendlandtagsabgeordneten des letzten Jahres, sondern auch des vorletzten Jahres, weil wir das 2013 so ein bisschen, sagen wir mal, haben durchgehen lassen, schludern lassen, wie auch immer. Wir wollen das nachholen, treffen uns mit beiden Fraktionen. Es gibt durchaus auch Rückmeldungen. Selbstverständlich können nicht alle Jugendlichen kommen. Dennoch bitte ich euch natürlich, auch wenn ihr nicht vielleicht den ganzen Samstag, Nachmittag, Abend Zeit habt, vielleicht zumindest mal reinzuschauen oder aber, falls noch nicht erfolgt, zumindest Andrea eine Rückmeldung zu geben, da die Jugendlandtagsabgeordneten nämlich durchaus danach fragen, ob ihr Jugendlandtagsabgeordneter oder auch zugeordneter Abgeordneter dann am Samstag da ist oder halt eben nicht da ist. Also bitte Feedback, noch besser, zumindest vielleicht mal für ein Stündchen vorbeischauen. Ich fürchte, ich kenne vielleicht schon Birgits Einwand dazu. Ich weiß, dass die Terminabsprache etwas holprig war in der ganzen Angelegenheit. Bitte da einfach um Verzeihung, das ist einfach ein Versehen. Wir haben das selber auch dieses Mal wieder so ein bisschen schludern lassen, beziehungsweise eigentlich den Jugendlichen selbst in die Hand gegeben, das so ein bisschen, ich sag mal, auf den Weg zu bringen. Das hat zeitlich halt eben nicht ganz so gut funktioniert und deswegen mussten wir jetzt irgendwann dann sagen, okay, wir legen jetzt halt einen Termin fest und dann gab es einfach tatsächlich nicht mehr die Zeit, nochmal mit uns hier allen in Rücksprache zu gehen, was jetzt irgendwie der bestgeeignete Termin oder sowas ist. Also wenn jemand nicht kann, dann ist das halt so. Aber wenn es irgendwie einrichten könnt, wäre es halt schön, zumindest kurz da zu sein. Danke. Birgit? Ja, Daniel hat es im Grunde schon erfasst. Also ich finde halt nicht so geschickt, das bei Facebook in irgendeiner mir unbekannten Gruppe zu diskutieren. Und das ist halt nicht so klug, wenn die Leute wollen, dass dann auch welche da hinkommen. Nun gut, die Detailfragen, diese Jugendlichen machen das vielleicht so. Ich hab damit persönlich auch kein Problem. Ich denke mir mal, da können wir. Wir nehmen diese Erfahrung einfach mit. Wir nehmen das mit. Ich möchte dennoch zu Facebook ganz kurz was sagen. Das ist keineswegs ja unsere Vorgabe oder sowas gewesen. Das haben sich schlicht die Jugendlichen selbst ausgesucht im vergangenen Jahr zum Jugendlandtag. 2013, haltet euch fest, da war es WhatsApp als Status quo, macht die Sache nicht besser. Ich habe letztes Jahr, also 2014, durchaus auch versucht, alternative Möglichkeiten irgendwie vorzuschlagen. Der Wupperjojo hatte auch sogar eine quasi eigene Plattform gestrickt. Letzten Endes ist dann aber mangelnde Akzeptanz der entscheidende Grund, dass dann Facebook für viele einfach einfacher ist. Das ist bitter, aber es ist so. Dietmar noch und dann können wir weiter. Die sind total clever, diese jungen Leute, weil die machen das nicht mit Wiki, aber die leben in diesem Netz und die leben in diesem Facebook und die sozialisieren sich nur darin. Das ist deren Social, wie soll ich sagen, Reality. Alter Mann. Ja. Okay. Ja. Genau, der alte Mann erklärt das Netz. Ja, ganz normal. Und wollte ich auch gerade sagen, denn Facebook ist nicht das Netz. Ich möchte da kurz zur Ehrenrettung kurz Geraspora, Diaspora, Friendica und alle anderen Möglichkeiten ins Rennen werfen. Dann würde ich jetzt gerne zum nächsten möglichen Termin kommen, nämlich dem Fraktionentreffen Innenrecht und würde Frank, noch mal kurz
bitten. Ja, haben wir schon eine eigene Friendica-Instanz? Marc? Okay. Okay. Ja, nochmal Hinweis, nächsten Montag, vier Fraktionen treffen Ihnen recht, hier im Landtag, 8 bis 18 Uhr, volle Tagesordnung. Vorab am Sonntag ein Treffen der AG Datenschutz in der Landesgeschäftsstelle, Akademiestraße. Auch offen, 11 Uhr? 11 Uhr am Sonntag, ja genau, das AG-Datenschutztreffen. Und Montag geht es um 9 Uhr hier los. Wir sind, glaube ich, bin nicht ganz sicher, insoweit komplett, dass nur die Berliner fehlen, nach jetzigem Stand. Und alle. Und ich bin sehr gespannt auf die Diskussion und auf den Output, aber vorher wollte ich jetzt nicht über den Output reden, weil der kommt ja dann noch. Ich habe aber noch eine Frage, wenn ich direkt mal weiter grätschen darf, zum Thema Redakteurskonferenz, weil ich bin jetzt vorgestern zufällig über den Termin 1. des Monats gestolpert mit, wie heißt diese Mumble-Runde, Vorstandsvernetzung mit den Fraktionen, irgendwie sowas. Berichterstattung, was hier noch im Kalender drin stand, was aber nicht mehr stattgefunden hat im Mammel. Also auch eine Bundeskoordinationssitzung. Gibt es die nicht mehr? Wer weiß da was drüber? Das war vereinbart immer für den 1. des Monats. Okay, es steht halt. Ist jetzt ein bisschen sehr ungeschickter Zeitpunkt, weil niemand da was zur Hand hat, außer jemand kann das jetzt konkret beantworten. Creon kann das konkret beantworten. Ich kann insofern konkret beantworten, dass der Termin meiner Meinung nach noch von Bernd Schlömer stammt, der das tatsächlich auch regelmäßig gemacht hat. Dann haben wir das mit Caro, glaube ich, mal gemacht, ein paar Mal. Und der aktuelle Stand ist, dass es die nicht gibt, aber angeregt wurde, wieder einzuführen. Gut, wunderbar. Dann können wir das hier eben entsprechend ändern lassen. Vielen Dank für den Hinweis, Frank. Und wir werden uns natürlich einfach mal um eine neue, andere terminliche Form diesbezüglich bemühen. Gell? Ja. Obendrein möchte ich nochmal daran erinnern, jeder, der zwischendurch die Zeit findet, Termine mit den Hamburgern zu machen, sollte auch diese Möglichkeit jederzeit nutzen. Gibt es noch weitere Punkte? Wir sind schneller, als ich dachte. Wow. Für diese Woche nicht, dann würde ich jetzt bis 11.45 Uhr eine Pause vorschlagen und hier das Ende des öffentlichen Teiles einläuten. Ich möchte mich bei allen schon mal bedanken, auch bei allen Zuschauern. Ja, die Orga-Wochen sind dann immer erstmal ein bisschen langweilig, weil es halt viel internen Kram und viel Rückbesprechung gibt. Und wie gesagt, heute ist ja auch noch die Brauchtumspflege zu Hause und ich habe persönlich ein bisschen die Sorge, dass wir da akustisch... Gleich gibt es Soundcheck. Genau, es gibt dann den Soundcheck, tete, dass wir da inhaltlich nicht weiterkommen. Noch einmal, ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken und wir sehen uns dann... Jetzt habe ich den Termin tatsächlich nicht im Kopf. Am 5.3. hier wieder und jetzt gibt es ein... 5.3.? Moment, nee. Wer hat jetzt 5.3. gesagt? Das stimmt nicht. Nein, vorher, jemand hat es. 24.2. Dankeschön, 24. Februar. Danke und bis dann. Tschüss. Okay.